habe heute wieder ein... Ratet. Genau. Aufgebraucht und platt gemacht ist es nicht. Es ist ein Project Pen Update bzw. Project Penning Sisters. Penning Sisters Update. Penning Sisters bzw. Project Pen bedeutet, ich und einige meiner Mitstreiterinnen oder einige meiner Mitstreiterinnen und ich, so rum ist richtig, haben uns jeweils mindestens 10 Produkte ausgesucht, die wir im Laufe des Jahres leer machen wollen. Wenn ein Produkt leer wird, dann sollte ein ähnliches Produkt wieder ins Projekt ziehen, damit man immer dauerhaft 10 Produkte in der Rotierung hat und so auf Dauer auch mal Produkte leer bekommt und sie nicht immer nur hortet. Mir hilft das immer ungemein, weil manche Sachen, die stelle ich mir beiseite und dann stehen sie. Ich habe jetzt auch gleich wieder ein Produkt, das zeige ich euch gleich mal, das jetzt auch schon seit über einem Jahr steht. Und eigentlich mag ich die Sachen total gerne und deswegen macht es gar keinen Sinn, sie in der Ecke verschimmeln zu lassen, während man immer wieder andere Produkte verwendet. Und wie oft kann man Produkte sagen? Ist genau wie tatsächlich, letztens wies mich eine liebe Zuschauerin darauf hin, dass sie wahrscheinlich, ja, für nichts mehr zu gebrauchen wäre, wenn sie jedes Mal, wenn ich das Wort tatsächlich verwende, einen Shot genommen hätte. Ich finde es ganz lustig. Ich bin ein bisschen erkältet, seht es mir nach, wenn die Stimme ein wenig nasal klingt, mir geht es aber gut. Ich bin einfach nur ein bisschen erkältet, genau. Und ich würde sagen, wir starten. Wie immer habe ich mir vorab alles in meinem Büchlein notiert, habe alles abgewogen mit der Escher Taschenwaage. Im Übrigen ganz, ganz viele Produkte, die ich sehr, sehr liebe oder die mich interessieren und die ich cool finde, habe ich in meine Amazon Storefront verlinkt, genauso wie diese Escher Taschenwaage auch. Da könnt ihr immer mal reinschauen und ich habe es auch so ein bisschen kategorisiert und die Sachen sind zum größten Teil wirklich approved, also wurden auf Herz und Nieren getestet. Das ist meine zweite Escher Taschenwaage, die andere habe ich auch nur abgegeben, weil die irgendwann total schäbig wurde, weil ich sie nicht vernünftig sauber gemacht habe. Ich habe sie auch immer in meine Tasche geschmissen, wenn ich dann mal auf der Arbeit, wenn ich mal wieder so einen Diät-Tick hatte, meinte, jedes Gramm abwiegen zu müssen. Genau, und ja, liebe sie sehr, nutze sie seit 7, 8 Jahren oder so. Ist ein tolles Ding, ist auch in der Amazon Storefront verlinkt. So, und ich würde sagen, damit es nicht zu lang dauert, quatschen wir auch direkt los. Und alle, die meine Project Pen Videos, Penning Sisters Videos gucken, übrigens alle meine Mitstreiterinnen, von denen ich weiß, dass sie dabei sind, habe ich in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne rein, da kommen regelmäßig Videos. Und ich sage immer oder oft ein bisschen zu viel zu den einzelnen Produkten, weil ich halt weiß, dass auch immer neue Leute dazukommen, die es dann vielleicht noch nicht gesehen haben. So, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Ich habe diesen wunderbaren Lipgloss von Isadora im Projekt. Jetzt auch schon eine ganze Weile. Wundert euch nicht, warum ich meine Hände so komisch bewege. Ich bin einfach gerade mal sehr kalt geworden und bin dann immer ein bisschen bewegungseingeschränkt. Das wird dann aber schnell wieder besser. Genau, dieser wunderschöne Gloss, der mal in irgendeiner Beautybox war oder in einem Adventskalender, ich kann es euch nicht sagen, hatte zuletzt 12 Gramm und hat jetzt noch 10,32 Gramm. Das ist ein sehr geringer Unterschied, zumal ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ihn in diesem Monat leer zu machen. Aber ich habe fast gar keinen Gloss oder super wenig Gloss getragen, deswegen sind es nur 0,68 Gramm. Nein, 1,68 Gramm. Super, immerhin das. Aber beim nächsten Mal ist er leer. Also ich muss schon richtig stopfen, von hinten runterdrücken, damit ich noch Produkt rauskriege. Das heißt, zum nächsten Mal ist er dann auch platt. Den werde ich auch nicht aufschneiden, denn das ist ein elendiges Geschmiere, das macht keinen Spaß. Das nächste ist die wunderbare Dalton BB Cream, die ich nur deswegen im Project Pen habe, weil es ein neues Packaging gibt und ich euch als Dalton-Partner nicht immer das alte Zeug zeigen möchte, sondern dann natürlich auch die neuen Verpackungen. Ich liebe diese BB Cream. Es gibt sie nur noch in einer Farbe und die passt, würde ich sagen, von leicht hell bis leicht mittel auf jeden Fall vielen, vielen Menschen. Es ist ein richtig tolles Produkt, liebt das sehr und ja. Von daher ist es mit im Projekt, hatte zuletzt 26,21 Gramm und jetzt noch 23,61 Gramm. Ich habe hauptsächlich die Produkte von, also das Tinted Serum von Typology verwendet und natürlich auch von Catrice die neue Foundation, weil ich die auch einfach so ein bisschen auf Herz und Nieren testen wollte. Und was soll ich sagen, beide Produkte fantastisch. Die ist auf jeden Fall
auch dabei und auch die werde ich beim nächsten Mal sicherlich leer haben. Es ist auch ein elendiges Geschmiere, aber ihr seht, da ist noch ordentlich Produkt drin. Ja, aber wie gesagt, es ist ein Geschmiere. In Urlaub konnte ich es deswegen auch nicht mitnehmen, weil es halt schmiert. Ich habe es halt aufgeschnitten. So nämlich. Das nächste sind die Ceramide. Die habe ich jetzt sehr viel verwendet, weil ich doch ein bisschen gereizte Haut hatte. Und zwar das Triple Ceramide Serum Skin Repair mit schützendem Goldseetang und Panthenol von Typology. Ein so hochwertiges, tolles Produkt. Das hat meine Haut super schnell gerettet. Ich glaube, man sieht auch, wo der Füllstand ist. Zuletzt 65,53, jetzt 60,64 Gramm. Und tatsächlich das High Concentrate, das ich im September hauptsächlich verwendet habe und es sehr, sehr liebe. Fantastisch. Als nächstes haben wir den Nagellack, den ich nicht ein einziges Mal verwendet habe, deswegen auch kein Liegebild. Er ist jetzt hier, also im unteren Drittel immer noch. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht ein einziges Mal verwendet. Der hatte 57,06 Gramm, hat er immer noch. Also ja, ich hoffe, ich bekomme ihn jetzt leer. Ich möchte ihn unbedingt in diesem Jahr platt machen. Als nächstes haben wir den Blush und das ist ein tatsächlich Highlight von mir. Den Glowish Blush von Huda Beauty, das war ein Powder Blush in der Farbe Healthy Peach, ein wunderschöner Blush und er ist leer. Hat mich sehr glücklich gemacht, ich mag den Blush total gerne, habe auch letztens die Frage bekommen, ob ich den nachkaufe. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, ich hatte aber mal online geguckt und habe ihn so gar nicht gefunden. Und ich habe auch noch einige andere Blushes hier, die ich auch gerne benutzen möchte. Von daher, ich glaube nicht, aber ich habe ihn sehr, sehr gemocht. Also war tatsächlich eine Freude, diesen Blush leer zu machen, weil ich ihn einfach so, so gerne verwendet habe. Als nächstes haben wir den Highlighter von The Balm, den Mary Luminizer. Wer kennt ihn nicht? Der schwirrt seit 15 Jahren, glaube ich, durch die YouTube-Welt. Er ist fantastisch. Und ja, liebt den sehr. Hatte zuletzt 39,14 Gramm, jetzt noch 38,93. Das heißt, oh Gott, super wenig Produkt aufgebraucht. Das ist echt der Wahnsinn. Aber ja, na, ein bisschen Fortschritt ist auch besser als kein Fortschritt. Und eigentlich ist hier ein Spiegel drin, aber der ist mir irgendwann, als mir der Highlighter runtergefallen ist, gebrochen. Und dann habe ich ihn rausgenommen. Nicht, dass ich irgendwann im Puder Scherben habe. Das ist natürlich auch nicht erstrebenswert. Dann Algenmaske, die Alga Glow von Dalton, ist auch nicht mehr viel drin, die habe ich super viel verwendet. Wie gesagt, ich hatte super gereizte Haut, ich weiß nicht warum. Die Aloe Vera Gel Maske, Alga Glow, kühlend aus der Ocean Elements Serie, also quasi der Range für jüngere Häutchen bei Dalton. Ich sehe auch, dass nicht mehr viel Produkt drin ist. Die hatte zuletzt 60,43 Gramm und jetzt nur noch 34,70 Gramm. Habe die super häufig im Gesicht, Hals, Dekolleté-Bereich gemacht und es war sehr, sehr, sehr schön. Eine Wohltat, weil wir hatten im September doch noch einige sehr heiße Tage, an denen meine Haut halt echt gesponnen hat. Und ja, beim nächsten Mal wird sie leer sein und ich muss mal gucken, ob ich tatsächlich noch ein Backup da habe. Ansonsten ist das für mich totales Sommerprodukt. Sehr, sehr, sehr schön, wie man sieht an dem Fortschritt von 25 Gramm aufgebraucht. Das ist schon krass, finde ich. Also wirklich krass. Dann hatte ich im letzten Monat mit reingenommen die Rituals Body Cream mit 48,53 Gramm, hat jetzt 23,44 und ist leer. Es ist sicherlich, wenn ich sie aufschneiden würde, könnte ich mir noch ein, zweimal die Hände damit eincremen, aber auf das Geschmodder habe ich einfach keine Lust. Das ist eine super schöne Body Cream. Ich mag ja die Creme-Schaumprodukte gar nicht. Also die... Oh, es riecht so gut. Diese Eincreme-Produkte, wisst ihr, die Body Lotion Schaum oder wie auch immer man die nennt. Der Duft ist schön, die Pflegewirkung ist unterirdisch. Die Pflegewirkung von dieser Lotion ist jetzt auch okay. Ich würde sagen, bei Rituals geht es hauptsächlich um die Düfte. Sagt mir gerne mal eure Meinung. Ich habe auch schon das ein oder andere Gesichtspflegeprodukt von denen gehabt, dadurch, dass ich auch schon mal einen Adventskalender von denen hatte und fand die nicht gut. Aber sie riechen wirklich wunderbar. Das einzige Produkt, bei dem ich sagen würde, dass ich tatsächlich einen nachhaltigen Pflegeeffekt auf der Haut spüre, ist tatsächlich bei den Ölduschprodukten. Versteht ihr, was ich meine? Also Duschöl. Da finde ich, die finde ich echt toll. Da habe ich auch ganz oft hinterher das Gefühl, ich müsste mich nicht eincremen. Genau. Das hat mir aber vom Duft sehr gut gefallen, das Ritual of Meer. Und
Am liebsten hätte ich von allen Ritual-Düften das Body Spray hier, aber das wäre sehr unvernünftig. Und dann haben wir im letzten Monat mit reingenommen das Scone Pore Minimizing Silky Smooth Anti-Age Serum. War auch in irgendeiner Box drin. Ich kann euch nicht mehr sagen, in welcher. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr ölig. Bedeutet, ich habe das super gerne im Dekolleté-Bereich verwendet. Und habe das Gefühl, da tut es auch was. Ich kann diese Art Öle im Gesicht gar nicht haben. Ich habe das Gefühl, das zieht bei mir im Gesicht nicht ein. Obwohl ich eine fettarme Haut habe, mag meine Gesichtshaut kein Öl. An den Schienbeinen zum Beispiel mag ich es auch gar nicht. Und ja, ist ganz interessant. Aber im Dekolleté mag ich es ganz gerne. Habe es auch ungefähr halb aufgebraucht, würde ich behaupten. Hatte zuletzt 40,57 Gramm, jetzt noch 30,70 Gramm. Ist es eine Glasflasche? Ja, ist eine Glasflasche. Und ja, ich denke, vielleicht nicht beim nächsten Update, aber in diesem Jahr wird das Produkt auf jeden Fall leer. Da mache ich mir gar keine große Sorge. Keine großen Sorgen. Und ein Produkt, das ich richtig lieben gelernt habe, seitdem ich es im Projekt habe. Und zwar ist das von Earth Harbor, die Aqua Aura Repairing Eye Cream. Oh mein Gott, die ist so gut. Also wirklich so eine tolle Augencreme. Richtig, richtig schön. Habe ich auch gut aufgebraucht. Der Duft ist, muss ich echt sagen, gefällt mir gar nicht. Die hat auch so einen leicht kühlenden Effekt irgendwie in der Tiefen, ich kann es nicht sagen. Hat einen ähnlichen Effekt wie so diese leicht kühlenden, mentholigen Lippenprodukte, die aber nicht so brennen, sondern einfach nur so ein bisschen pritzeln. Das tut das hier gefühlt unter den Augen auch, aber es fliegt so schön. Hatte zuletzt 64,18 Gramm und jetzt noch 60,29 Gramm, also fast 4 Gramm aufgebraucht. Passt auch ungefähr so zu der Aufbrauchgeschwindigkeit von meinen anderen Augencreme-Produkten. Sind ja auch immer so 15 Milliliter drin. Ich brauche ungefähr 3 Monate, um die aufzubrauchen. Aber ich habe die auch gerne mal so ein bisschen dicker aufgetupft. Und egal ob morgens oder abends, es funktioniert zu beiden Tageszeiten. Ganz, ganz tolles Produkt. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe auch hier keine Ahnung mehr, wo ich muss in der Box gewesen sein, weil gekauft habe ich es nicht. Ja, und wie ihr festgestellt habt, habe ich 2 Produkte aufgebraucht. Und zwar einmal das Glowish Blush von Huda Beauty und die Body Cream von Ritual of Mare bzw. Rituals. Und dafür möchte ich natürlich auch Äquivalente wieder mit ins Projekt nehmen. Und da habe ich mich entschieden, dass ich von Milk Makeup diesen Blush Stick mit reinnehme. Einmal gefällt mir die Farbe total gut und der ist doch noch relativ neu. Also viel benutzt ist der noch nicht. Die Farbe ist super schön. Lässt sich auch toll verblenden. Also es ist nicht so pinky pink, peach pink. Ich kann es euch gar nicht erklären. Steht hier die Farbe drauf? Nö, so richtig nicht. Nö. Aber der gefällt mir sehr gut. Es ist einer von den Minis, aber es ist trotzdem viel Produkt drin. Ich gucke mal, ob ich den komplett rausdrehen kann. Wieder reindrehen kann man ihn, das habe ich schon festgestellt. Der startet auf jeden Fall mit 18,33 Gramm ins Projekt. Und da ist schon ordentlich was drin, auch wenn der sehr klein aussieht. Oh Gott, den hört er gar nicht auf. Das könnte für dieses Jahr eng werden. Ihr seht, da ist richtig viel Produkt drin. Aber ja, ein bisschen eine Herausforderung soll es ja auch sein. Wobei ich finde, bei Blush und Highlighter ist alleine das Produkt schon eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, dass es mir deutlich leichter fällt, ein Cremeprodukt aufzubrauchen als ein Puderprodukt, was die Blushes und Highlighter angeht. Also Highlighter in Creme- oder Flüssigform kriege ich deutlich schneller leer. Und bei Blush wollen wir das jetzt auch mal versuchen. Wie gesagt, 18,33 Gramm. Und für die Bodylotion habe ich gleich 2 mit reingenommen, einfach weil ich 2 davon habe. Ich habe letztes Jahr, bevor The Body Shop, ich glaube, pleite gegangen ist, habe ich da noch mal eine Bestellung aufgegeben und habe ein paar schöne Produkte für Verlosungen gekauft und auch um Weihnachtsgeschenke zu machen. Und mir selbst habe ich auch die Shea Butter-Reihe gegönnt. Also da hatte ich mir 2 Sets gekauft und genau, da habe ich noch ein Duschgel und diese 2 Body Butters. Die eine ist noch unberührt, da habe ich nur reingeswatcht und die hier seht ihr, da ist noch gut was drin. Insgesamt haben die beiden Produkte 122,19 Gramm. Das ist wirklich eine Butter. Und da landete sie unter dem Sofa. Also die schmilzt wirklich auf der Haut.
wenn ihr hier ein Produkt rausnehmt, habt ihr einen dicken Klumpen und der muss sich dann erst an die Hautwärme gewöhnen und ja, dann schmilzt es auch schön und fühlt sich richtig toll an. Das ist eine tolle Pflege. Aber ich habe es immer beiseite gelegt, jetzt zuletzt, weil Body Shop gibt es nicht mehr, das heißt, ich kann es nicht nachkaufen. Aber es ist bescheuert, weil in der Zeit kippt das. Das Zeug ist nämlich auch nicht ewig haltbar. Steht hier ein Datum drauf. Nach dem Öffnen 12 Monate. Sonst steht hier, glaube ich, nichts. Nee. Ich möchte es auf jeden Fall leer machen und es sind 1/2 Drittel Verpackung. Also da ist noch ordentlich was drin. Und das war's. Ja, also ihr seht, eine ganze Menge habe ich mir wieder vorgenommen. Ich würde mich super dafür interessieren, wie es bei euch läuft. Und schaut gerne auch bei meinen lieben Kolleginnen vorbei. Hinterlasst einen lieben Kommentar, einen lieben Gruß von mir und ein Däumchen. Und wenn nicht sogar ein Abo, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid oder auch den Kanälen meiner Mitstreiterin. Ich glaube, wir freuen uns alle über ein bisschen Support. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, Lieben. Tschüss.